Hallo liebe Zuschauer, Fabian hier und in diesem Video gebe ich euch ein paar weitere Tipps, wie ihr auf YouTube erfolgreicher sein könnt. Also bleibt dran! Für alle, die diesen Kanal hier noch nicht kennen, ich bin Fabian und ich gebe auf diesem Kanal nützliche Tipps zu allen möglichen Themen, unter anderem eben auch, wie ihr auf YouTube erfolgreicher sein könnt. Ich habe auch noch einen zweiten Kanal, Fabela TV, Geschichten und Chat-Stories, auf dem es jede Menge spannende und gruselige Hörspiele sowie Creepypastas gibt. Also schaut mal rein, wenn ihr mögt. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier und aktiviert die Glocke. Und jetzt geht es auch schon los mit den Tipps für heute. Tipp Nummer 1. Nehmt eine Leidenschaft von euch und macht darüber Videos. Es ist immer gut, wenn ihr Videos zu Themen macht, in denen ihr euch gut auskennt. Und wo kennt man sich am besten aus? Bei dem, was man gerne macht. Leider reicht das heutzutage allein nicht mehr aus, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Aber dafür gibt es ja Videos wie diese hier, bei denen man sich jede Menge Anregungen, Ideen und Tipps holen kann. Und es ist auf jeden Fall wichtig, Videos zu Themen zu machen, die einem Spaß machen und wo man auch etwas vermitteln kann. Also beherzigt bitte auf jeden Fall diesen Tipp, macht nur Videos, die euch Spaß machen. Tipp Nummer 2. Schaut euch YouTube-Channels an, die bereits erfolgreich Videos zu eurem Thema machen. Ein guter Tipp ist immer zu schauen, wie andere bereits etwas machen. Schaut also einfach bei anderen erfolgreichen YouTubern aus eurer Nische vorbei und schaut, wie die ihre Videos gestalten. Schaut, wie haben die ihre Botschaften übertragen? Wie lang sind deren Videos? Wie haben die ihre Videos aufbereitet? Wie haben die gefilmt? Lernt von erfolgreichen Leuten. Anschließend versucht ihr das Ganze zu kopieren, so gut ihr könnt, und drückt dem Ganzen aber euren eigenen Stempel auf. Nutzt eure eigene Persönlichkeit, um euren eigenen Stil zu kreieren. Ihr solltet das Ganze nicht als simples Kopieren betrachten, denn ihr würzt das Ganze ja mit euren eigenen Ideen und eurer eigenen Persönlichkeit. Vielmehr ist das Ganze also eine Art Abkürzung, um schneller zum Erfolg zu kommen. Tipp Nummer 3. Nutzt die richtigen Keywords. Ich weiß, diesen Tipp habe ich euch in anderen Videos auch schon mal genannt, aber er ist immens wichtig. Ohne die richtigen Keywords oder auch Suchbegriffe im Titel, in der Beschreibung, in den Tags, werdet ihr keine Chance heutzutage mehr als YouTube-Anfänger haben. Also nutzt unbedingt Tools wie Morning Fame, TubeBuddy und auch den Google Keyword Planner. Diese werde ich euch auch in kommenden Videos nochmal im Detail vorstellen. Unterschätzt bitte aber nicht, wie wichtig dieser Punkt ist, denn YouTube ist nach Google die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das Tolle an diesen Tools, Morning Fame, TubeBuddy, ist auch, sie zeigen euch an, wie gut eure Chancen bei einem bestimmten Suchbegriff sind. So könnt ihr Videos zu den Themen planen, wo ihr auch eine Chance habt, auf YouTube gut abzuschneiden und nicht im Wust aller YouTuber unterzugehen. Die Links zu Morning Fame und TubeBuddy findet ihr unten in der Beschreibung. Tipp Nummer 4. Nutzt Call to Actions. Ein ganz wichtiger Punkt für euren YouTube-Kanal sind die sogenannten Call to Actions. Also sozusagen eure direkten Aufrufe an eure Zuschauer, sich ein Video von euch anzuschauen oder euren Kanal zu abonnieren. Wenn ich jetzt also beispielsweise sage, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit eurem YouTube-Kanal richtig groß werden könnt, dann schaut unbedingt mal in dieses Video, das ich euch hier oben in die Karte einblende. Dann ist es ein Call to Action, also ein Aufruf, irgendwas zu tun. Oder wenn ich sage, wenn ihr weitere tolle Tipps haben wollt, wie ihr auf YouTube erfolgreich sein könnt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke hier unter dem Video oder auf dem Bild, was ihr hier unten in der Ecke eingeblendet seht, damit ihr keine Tipps mehr verpasst. Dann ist das ein Call to Action. Egal ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende bei den sogenannten Endcards, sind diese Call to Actions sehr, sehr wichtig und können euch immens dabei helfen, mit eurem Kanal zu wachsen. Dabei ist es natürlich immer sehr hilfreich, wenn ihr euren Zuschauern direkt einen Grund geben könnt, warum sie abonnieren sollten. Zum Beispiel, indem sie euer nächstes tolles Tutorial nicht verpassen sollten, das ihr für nächste Woche plant. Tipp Nummer 5. Versetzt euch in die Lage des Zuschauers. Ein wichtiger Tipp ist auch, versetzt euch in die Lage eines Zuschauers. Es ist immer gut, die Sachen aus der Sicht des Zuschauers auch zu betrachten.
Wenn ihr das Video anschaut, würdet ihr euch gut unterhalten fühlen? Erhaltet ihr einen Mehrwert, wenn ihr das Video anschaut? Oder seid ihr gar selbst von eurem Video gelangweilt? Das wäre natürlich nicht so gut. Es könnte ja beispielsweise auch sein, dass ihr selbst ganz zufrieden mit eurer Performance seid. Wenn ihr euch dann aber das Video nachher anschaut und in die Zuschauerrolle versetzt, dann stellt ihr auf einmal fest, oh, ich müsste vielleicht noch ein bisschen an meiner Kamerapräsenz arbeiten. Oder irgendwie habe ich hier 5 Minuten am Stück total langweiliges Zeug gelabert. Schaut euch unbedingt auch in den YouTube Analytics-Zahlen an, wann eure Zuschauer bei euren Videos abspringen. Ihr könnt das da ganz genau sehen, wann euer Video funktioniert hat und wann nicht. Stellt doch eine Verbindung zu eurer Community her, beantwortet deren Fragen. Mein Fazit, ganz wichtig. Diese Tipps hier in diesen Videos funktionieren im Bundle am besten. Klar hilft es, wenn ihr nur einen davon umsetzt. Aber wenn ihr euch beispielsweise nicht um das Keyword-Thema kümmert oder um einen von den anderen Tipps, dann werdet ihr es auf YouTube vermutlich dauerhaft schwer haben. Also bleibt dran, abonniert diesen Kanal hier, wenn ihr weitere praktische Tipps haben wollt. Und bis zum nächsten Video, euer Fabian. Ciao.